Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir die Detektivwelt gemacht, also das Detektivset. Das war eine hervorragende Show, auch wenn sie sich echt lang gezogen hat. Ich hoffe mal, dass es bei dem nächsten Mal, wenn ich den Detektiv habe, nicht so lange dauert. Und ja, ich konnte bis zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht die Kommentare sehen, beziehungsweise ich habe jetzt erst die Kommentare gesehen, weil tatsächlich bis zur letzten Folge, das war eine ganze lange Aufnahmesession. Also ich habe bis dahin aufgenommen und erst jetzt habe ich die Kommentare beispielsweise gesehen oder wie sehr euch das Projekt gefällt. Und tatsächlich kommt das Projekt 10-mal besser bei euch an, als ich dachte. Das finde ich positiv überraschend. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr offenbar genauso viel Spaß an dem Projekt habt, zu gucken, wie ich es zu spielen. Das freut mich sehr. Dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich eventuell nächste Woche direkt nochmal eine Peach-Woche mache, da euch das Projekt ja offenbar so sehr gefällt. Eventuell mache ich es sogar so, dass ich das wirklich, wie ich bei einer der vorherigen Folgen gesagt habe, einfach in einem Rutsch durchdaddel, damit wir das recht schnell fertig haben und ihr nicht so schnell die Laune daran verliert. Also, ich weiß, dass es den ein oder anderen von euch nervt, wenn zu viele Projekte auf einmal auf dem Kanal laufen. Und das kann ich auch eher, nicht gesagt, sehr gut verstehen. Ich versuche auch mittlerweile, meine Projektzeit zu verringern. Deswegen wäre es eigentlich ganz förderlich, wenn wir das Spiel einfach in einem wirklich durchmachen und dann erst wieder die alten Projekte kommen. Naja, das war jetzt alles an der Infoseite. Wir haben einen Bosskampf heute vor uns. Ich packe mich schon mal aus dem Bild. Wir dürfen eine Tür öffnen. Nimm dir. Also ich muss ja schon sagen, ne, die Bosse in dem Spiel sind echt cool gestaltet. Okay, ich will einfach nur nicht in den Scheinwerfer geraten. Das Ding, da will ich wahrscheinlich anleuchten. Ja. Was genau macht die denn, wenn die zum Angriff kommt? Ich will sie einmal angreifen sehen eigentlich. Oh, sie setzt mich zurück. Okay.
Licht. Und kaputt. Muss die ja zumindest einmal angreifen lassen. Aber kann man da irgendwas machen? Weil es da leuchtet? Nee. Vielleicht kann man aber trotzdem einfach durchlaufen. Also da war der Vogel schwerer. Oh. Ich habe jetzt schon zweimal die auf den Mütz gegeben. Die deine Zunge lang gezogen. Oh, das könnte jetzt ein bisschen gemeiner werden. Bisschen fies, dass die Schlange Map kaputt macht. Wird mir das Level gerade geschenkt? Ey, im Ernst, der Vogel war wesentlich schwerer. Klingt doch gut. Aber irgendwie war das Level trotzdem sehr, sehr kurz. Vor allen Dingen, ich empfand den davorigen Boss wirklich als sehr viel unangenehmer als diese Schlange. Also, wenn man jetzt mal von diesem einen Punkt absieht, wo ich zu langsam war, und da war ich halt legit einfach nur zu langsam, dann ist das wirklich ein geschenkter Kampf. Also du brauchst ja wirklich einfach nur durchmarschieren. Teilweise war es ja sogar egal, ob die mich gesehen hatte. Ich gucke jetzt gerade übrigens extra erst im Erdgeschoss, ob sich hier vielleicht irgendwas geändert hat. Guck mal, hier steht nämlich zum Beispiel der Funkeli. Leider kann man nicht mit dem reden. Da oben ist bestimmt auch eine neue Prüfung. Ja, du bist die Fechtprüfung, das kennen wir ja schon. Das war das Herzamulett. Mal gucken, vielleicht hat der Kostümtyp da ja mittlerweile wieder neue Muster. Suchscheinkleid. Das sieht jetzt auch nicht bedingt hässlich aus. So, da unten war jetzt sonst weiter nix. Dann... Mit einem von euch kann ich reden, ne? Ja, nur mit ihm hier. Was hast du für eine Herausforderung? Meisterdiebenprobe. Punkte, 60 Münzen, also einfach nur 100 Punkte will ich schaffen. So,
100 Punkte sollte ich doch hinbekommen. Oh, es ist der Akt. Einfach nur den Gegnern ausweichen, das sollte doch mehr als ausreichen. Ich sollte nur gucken, dass ich diese Mehrfachdinger mitnehme. Autsch. Okay, nochmal. Okay, wieder hier. Soweit, so gut. Diesmal habe ich es da durchgeschafft. 75. Müssen einfach mutig sein. 3 noch, dann haben wir es geschafft. Okay, jetzt einfach nur noch versuchen durchzukommen. Ich versuche jetzt gar keine Rekorde aufzustellen. Dafür habe ich jetzt ein paar Anläufe gebraucht, tatsächlich. Also ihr seht das nicht, ihr seht es jetzt nicht, wenn ich beispielsweise nur so 5 Meter komme, ne? Also bei der anderen Probe habe ich auch so geschnitten, dass wenn ich jetzt wirklich direkt am Anfang schon reingepfiffen habe, dass ich das dann direkt rausgeschnitten habe. Und ungefähr bei dem Punkt dann sind, wo ich dann auch verkackt habe. Na gut, ist hier denn sonst noch irgendwas auf der Etage? Weil sonst können wir ja zumindest schon mal nach oben gehen. Nee, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Dann gehen wir schon mal nach oben und gucken uns zumindest schon mal an, was für Level wir beim nächsten Mal vor uns haben. Warum rechne ich immer mit einer Sequenz, wenn ich hier hochkomme? Okay, das Kaugel in der Dämmerung. Wir haben nochmal Kaugel vor uns. Das heißt, da werden wir den Fokuli retten. Mission Alien Invasion, das sagt mir überhaupt nichts. Eventuell irgendwie so ein Weltraumkadett oder vielleicht bin ich ja ein Superheld, keine Ahnung. Das Lied des Meeres, das Symbol sagt mir entweder, ich werde zum Fisch oder zu einer Meerjungfrau. Die Gruselparty. Koch mit, so das heißt, ich werde sowohl von dem Koch, also von der Patissieren Peach und von Cowgirl Peach wahrscheinlich diesmal die Funkelis retten. Ja, wir gehen aber wie bei der letzten Etage natürlich kreisrum. Erst hier, dann dort und den Rest kennt ihr ja. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Beim Bosskämpfen ist es irgendwie immer so, dass die Folge ein bisschen kürzer ist. Weil die Bosskämpfe dauern halt weniger lang, weil ich nichts suchen muss. Ich muss bei den normalen Leveln ja wirklich die Sterne suchen. Das ist ja der größte Unterschied. Ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, ja, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.